Herzen von Gasen. Genau dort also, wo die Storkogler zu Hause sind. Gleich gegenüber vom Haus der Musik liegt der Landgasthof Willingshofer. Die erste Adresse im Ort zum Übernachten und Genießen. Grüß euch, ich bin die Barbara vom Landgasthof Willingshofer. Wir sind ein Almo-Genusswirt im Naturpark Almenland und meine Schwester Alexandra wird euch heute zeigen, wie man ein richtig gutes Sülzchen vom Almo-Tafelspitz macht. Hallo, ich bin die Alexandra und wir fangen an mit einer guten Rindsuppe. Dazu braucht man Suppengemüse, einen Lauch, Karotten, gelbe Ruhm, eine Zwiebel und natürlich, was ganz super dazu passt, ist unser Almo-Tafelspitz. Würzen tun wir das Ganze mit Knoblauch, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter und wenn die Suppe dann fertig ist, dann nehmen wir unser Almenland-Kräutersalz und den Almenland-Kräuterpfeffer und würzen die ganze Suppe kräftig. Das Gemüse wird also geschnitten, in den Topf gegeben und zum Kochen gebracht. Sollte man dabei auf irgendetwas besonders achten? Wichtig ist, wenn man das Fleisch reingibt, dass das Wasser schön kocht, damit sie die Poren gleich schließen und das Fleisch schön saftig bleibt. Wir machen jetzt unser Tafelspitzsalz. Dazu brauchen wir eine Rindsuppe, die habe ich gestern schon vorbereitet. Unseren Almo-Tafelspitz, unser ganz super Fleisch, das was bei uns auf die Almen aufwächst. Sellerie und Karotten, die tun wir vorher kurz blanchieren. Den Tafelspitz habe ich kleinwürfelig geschnitten, in Lauch auch. Gelatin natürlich in kaltem Wasser einweichen, ganz wichtig. Und die Käferbohnen habe ich gestern auf die Nacht schon eingeweicht und heute habe ich es ungefähr 2 bis 3 Stunden weich gekocht. Ein bisschen Weinbrand, Salz und Pfeffer aus dem Almenland. Zur Vorbereitung für das Tafelspitz-Sülzchen kommen die würfelig geschnittenen Zutaten in die Rindsuppe, die hier so richtig kräftig duftet. Zum Verfeinern ein Schuss Cognac und Almenlandgewürze. Fleisch und Gemüse würde ich in der Suppe noch mal kurz aufkochen lassen. Jedoch nicht zu lange, weil sonst wird die Suppe trüb. Wenn die Gelatine dann dazu kommt, bitte nicht mehr aufkochen, sonst wird die Gelatine nicht fest. Ich habe eine Form vorbereitet, mit Klarsichtfolie ausgelegt, damit sie sich leichter stürzen lässt. Da geben wir jetzt zuerst unsere Käferbohnen rein. Und jetzt haben wir schon fertig zum Füllen. Man kann das natürlich auch in kleinere Formen füllen, so wie bei uns im Haus üblich. Jetzt braucht das Ganze nur mal auskühlen. Wie lange dauert das? 4 bis 5 Stunden im Kühlschrank, am besten über Nacht. Fehlt nur noch das Kernöl und der Almenlandessig und schon kann serviert werden. Der Mmm-Effekt ist praktisch unvermeidlich. Gemütliche Tage verbringen, die Region kennenlernen und natürlich das Storni-Haus besichtigen. Hier im und rund um den Landgasthof Willingshofer steht die Musik im Zentrum. Im Naturpark Almenland wurde das Almo-Konzept vom Landgasthof Willingshofer von Beginn an aktiv unterstützt. Das Storni-Haus mit all seinen Exponaten ist nur eine kleine, aber besondere Draufgabe für alle, die die Region von Gasen aus erkunden wollen.